Mich faszinieren nicht nur gute Filme, sondern auch interessante Filmtitel. Männer, die auf Ziegen starren, das Porträt einer jungen Frau in Flammen oder der 100-Jährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand. Oder kurz und knapp Fight Club. Ein guter Filmtitel macht Lust auf mehr. Was aber soll dann Pelikanblut sein? Als ich den Titel hörte, dachte ich zunächst an einen deutschen Jugendroman à la Tintenherz, Rubinrot oder Drachenreiter. Zum Glück habe ich mich aber davon nicht abschrecken lassen, denn Katrin Gebbes zweiter Film ist tatsächlich ein außergewöhnlicher Horrorfilm aus deutschen Landen. Nur ist es wie so oft, da kommt ein ziemlich besonderer Genrefilm aus Deutschland daher und schon wissen die Verleiher nicht weiter und verkaufen den Film als schnödes Mutterschaftsmelodram. Dabei ist Pelikanblut so viel mehr. Bleibt also dran und erfahrt ohne Spoiler, was euch in diesem Film erwartet und warum Pelikanblut für mich bisher der vielleicht beste Horrorfilm des Jahres ist. Damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Filmkritik hier auf Cinema Strikes Back. Es geht jetzt nicht. Vicky, komm raus hier. Nein! Komm raus! Worum geht's? Wiebke verbringt eigentlich ein idyllisches Leben auf ihrem Reiterhof. Gemeinsam mit der Polizei bildet sie Pferde für den Einsatz in Demonstrationen aus. Ein Partner oder eine Partnerin hat Wiebke nicht, aber dafür eine wundervolle und wohlerzogene Adoptivtochter namens Nikolina. So beschließt sie, aus einem bulgarischen Waisenhaus eine weitere Tochter zu adoptieren. Die 5-jährige Raja wirkt erst wie ein Goldschatz, doch schnell stellt sich heraus, dass sie nicht nur schwer traumatisiert ist, sondern mit unvorstellbaren Wutausbrüchen und einer großen Gewaltbereitschaft eine Gefahr für ihre Umgebung ist. So sehr, dass das Ganze vielleicht sogar einen übernatürlichen Ursprung haben könnte. Ein aggressives, junges Mädchen also. Da denkt man natürlich gleich an einen anderen deutschen Film, der letztes Jahr für Furore sorgte. Systemsprenger, über ein junges Mädchen, das unvorstellbare Wutausbrüche hat. Es wird dem Team hinter Pelikanblut leid sein, aber durch die Thematik und das Erscheinungsjahr wird der Film immer in einem Atemzug mit Systemsprenger genannt werden. Dabei hat Pelikanblut so viel mehr für mich. Dreh- und Angelpunkt des Ganzen ist die Figur Wiebke. Ohne sie passiert in diesem Film nichts und jede Szene dreht sich um sie. Nina Hoss heißt die Darstellerin, die könnte man vielleicht letztes Jahr in Das Vorspiel gesehen haben oder in der Serie Homeland. Schon Ende Oktober erscheint mit Schwesterlein ihr nächster Film an der Seite von Lars Eidinger. Mit einer anderen Darstellerin wäre dieses mutige Filmprojekt gescheitert, aber Nina Hoss hält mit einer phänomenalen Performance den gesamten Film wie Leim zusammen. Es ist eine schauspielerische Glanzleistung auf ganzer Linie. Ihre beiden Adoptivtöchter werden verkörpert von zwei Kinderdarstellerinnen, die ebenfalls großartige Arbeit abgeliefert haben. Adelia Constance Okleppo spielt Nikolina und wirkt äußerst natürlich vor der Kamera. Katharina Lipowska hingegen sorgt für großen Horror, gerade weil der Film so weit geht, dass man selbst eine gewisse Furcht und sogar Abscheu vor diesem Mädchen entwickelt, das selbst ja gar nichts dafür kann. Und genau darum dreht sich dieser Film. Dieser Film war letztes Jahr der einzige deutsche Beitrag für die Filmfestspiele in Venedig. Dabei erzeugt er eine unheimlich schwere und dichte Atmosphäre. Es wirkt hier, als würden Filme wie Der Babadook, Der Exorzist und Das Omen auf Systemsprenger prallen. Der kreative Kopf hinter dem ganzen Projekt heißt Katrin Gebbe. Sie vermischt das ernste Mutterschaftsdrama mit sogenanntem Folk-Horror. Wieder spielt das Ganze irgendwo abgelegen in der Natur im Ländlichen. Wieder geht es um Schrecken am Rande der Zivilisation, um Angst vor Veränderung und der Liebe zur Familie, ob adoptiert oder nicht. Das ist nämlich das Wunderbare an diesem Film. Er erzählt eine packende und bewegende, dramatische Geschichte, arbeitet aber mit den Mitteln des Horrorfilms, in seiner Musik zum Beispiel oder den Soundeffekten. Ihm gelingt genau das, was die besten Horrorfilme der letzten Jahre so ausgezeichnet hat, wie zum Beispiel Babadook und Hereditary. Er vernachlässigt nicht sein zentrales, emotionales, dramatisches Element im Kern. So geht es in Pelikanblut vor allem um Mutterschaft und Überforderung und der Film nimmt diese Themen wirklich ernst. Haben Sie schon mal von einer reaktiven Bindungsstörung gehört? Es geht da um Kinder mit Frühtraumatisierung. Deswegen spreche ich auch explizit eine Triggerwarnung für alle Eltern aus oder die, die es in naher Zukunft noch werden möchten. Pelikanblut ist schonungslos
und auch nicht in ein Vakuum hineingeschrieben. Es verbindet diese schaurige und elektrisierende Geschichte und gibt dem Ganzen aber mit einer psychologischen Begutachtung des Mädchens einen gewissen Realismus. Das gibt dem Film eine zusätzliche Ebene, auf der man ihn betrachten kann, und das macht ihn schauriger und elektrisierender. Was den Film nämlich so raffiniert macht, ist, wie stetig und schleichend das Unbehagen steigt, ohne dass es je eintönig, voraussehbar, langweilig oder plump wird. Man kann die Zerrissenheit dieser aufopfernden Mutter immer nachvollziehen. Wie nachts ihr Leben zur Hölle wird, wenn die Idylle des Reiterhofs in Nebelschwaden verschwindet und man Angst vor dem eigenen Kind entwickelt. Und wie gruselig ein Kind sein kann, weiß jeder, der oder die schon mal das Omen gesehen hat oder Shining oder Halloween. Der Titel Pelikanblut mag nicht gerade dafür sorgen, dass die Zuschauer die Kinosäle einrennen, aber eigentlich ist er ziemlich interessant gewählt. In der antiken Mythologie heißt es nämlich wohl, dass eine Pelikanmutter ihre Kinder mit ihrem eigenen Blut füttert, wenn sie zu verhungern drohen. Und genau das spielt Nina Hoss. Eine Mutter, die für ihre Kinder bis zum Rande des Möglichen geht und so zur Versinnbildlichung des Mutterinstinkts wird. Hattest du einen bösen Traum? Es ist der Horrorfilm des Jahres und ich freue mich darüber, dass er aus Deutschland kommt. Dieser Film vereint das ernste Drama mit Mystery und Horror, und da rennt Katrin Gebbe bei einem Kanal wie unserem offene Türen ein. Viele werden aber genau davon überfordert sein, weil sie den Film einfach nicht einordnen können. Das Problem hatten schon Der Babadook und Hereditary. Für mich ist Pelikanblut auch eher verwandt mit diesem Film als zum Beispiel mit Systemsprenger, mit dem er immer und immer wieder verglichen wird. Ich ärgere mich außerdem darüber, dass man auf der einen Seite von allen hört, wie unkreativ das deutsche Kino doch geworden ist, und dann wird ein derart interessanter Film aus Deutschland nicht beachtet. Genau dasselbe ist mit Der Nachtmahr passiert, und für mich ist Pelikanblut der beste deutsche Horrorfilm seit Der Nachtmahr. Und deswegen vergebe ich auch 8 von 10 Punkten. Wer Lust auf einen erwachsenen Horrorfilm mit einem ernsten Grundthema hat, der sollte Pelikanblut definitiv eine Chance geben. Schreibt uns in die Kommentare, ob ihr den Film sehen werdet im Kino. Ich verlinke euch auch noch ein Video von unseren Kollegen von Die Frage. Die haben eine Frau interviewt, die offen zugibt, dass sie es bereut, Mutter geworden zu sein. Außerdem verlinke ich euch die 13 besten Horrorfilme der letzten Jahre. Unserer Meinung nach, checkt das unbedingt aus. Abonniert Cinema Strikes Back. Bis zum nächsten Mal mit mir, dem iPad.